Es gibt keine Operation, die ohne jegliches Risiko ist. Bei jeder Operation kann es natürlich zu Blutergüssen kommen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Infekt kommen. Weil man sich schont wegen der Schmerzen, kann es mal zu einer Thrombose kommen. Das sind aber generelle Risiken, die bei einer jeden Operation eintreten können. Bei einer Fettabsaugung haben wir eigentlich mehr Angst vor der großen Wasser- und Kreislaufbelastung, die wir durch die Art, so wie wir Fettabsaugung machen, verursachen. Wir füllen die Menschen ja mit einer großen Menge Tumeszenzlösung auf. Da sind Medikamente drin und das belastet den Kreislauf. Wir versuchen Vollnarkosen, solange es geht, zu vermeiden. Wir geben den Patienten hier eine Schmerzpumpe, die dafür sorgen soll, dass sie möglichst nichts von der Operation im Sinne von negativen Erfahrungen mitbekommen. Normalerweise verheilt eine solche Operation relativ schnell. Im ungünstigen Fall kann es, wie gesagt, zu einer Narbenbildung kommen. Und da wir alle Patienten auch mit einem Laser behandeln, kann es bisweilen auch mal zu einer Verhärtung des Gewebes kommen. Blutergüsse sind auch möglich, gehen weg, können im Einzelfall mal für ein paar Tage Schmerzen verursachen.